Osterschießen, alter Brauch, wie man mir im Playwork auch. Jetzt zwar nicht mehr in der Stadt, weil es Probleme gegeben hat, tun wir jetzt schon so seit Jahren auf nach Woroja gefahren. Mit dem Klumpert darf begrüßen, sie jetzt da beim Osterschießen. Dieser Brauch, sehr alte Zehn, unser Böllerschießverein macht es, und jetzt holt's euch an. Aus einem Grund, aus Tradition. Unsere Opas haben schon gemacht, quasi geschaut, dass es richtig kracht. Dann, wenn kehrt, jetzt ist halt gewiss, dass es kracht, weil eben Ostern ist. Unsere Böller tun verkünden, dass der Heiland ohne Sünden auferstanden von den Toten. Nur für die Spezialchaoten, die nicht wissen und erlochen, warum die Böller dort im krochen, sag's konkret und sag es gleich, Ostern wegen Jesus frei. Eine Kondel, na Scheiße, nee. Weil vielleicht wer irritiert nicht versteht, wie es funktioniert, werd mit Wonne ich dozieren, wie es Schießen dort funktionieren. Wissenschaftlich wird es nicht sein. Werd erklären es allgemein, verständlich wohl für jedermann, damit mir jeder folgen kann. Eine Kondel, groß, a klein, kann schon a Boiler sein. Mit einem Deckel war das wichtig, weil sonst geht es ja nicht richtig. Braucht es als Basis allemal, sicher und in jedem Fall. Dann kommt ins Gefäß hinein eine Faust voll dieser Stein, der aus Kaliumcarbid zu kaufen des beim Zwick es gibt. Dann kommt kunstvoll drüber glatt Leitungswasser, rechts geht Rad, dass eine Reaktion entsteht und daraus dann Knollgas wird. Hat es dann lang nur reagiert, Knollgas sich dann generiert, das wird dann von einer Lunte hinten bei einem Loch gezunden. Passen muss der ganze Misch, sonst ist alles für die Fisch. Knallt nicht, es dann so sich düftet, als würd ein fräulich Darm entlüftet. Hört sich also ähnlich an, wenn's jemand noch vollziehen kann. Und die größte Botschaft ist, sicher kennt's euch sein, da gewiss. Alle, die beim Oster krochen, voller Herzblut mit da machen, saufen nix. Wir wissen gewiss, was alles da passiert schon ist. Finger weg, der Schädel gespaltet, Unterarm auf Sehne haltet, Hirn verbrannt und Hand verbunden, weil mit Streichholz angezündet, sehr gewiss ich sagen kann, dass da alle nüchtern sind. Sollte jemand trotzdem lachen, sich vielleicht noch Sorgen machen, braucht's nicht, leg meine Hand ins Feuer. Alle haben noch ihre Gliedmuskeln. Schließlich wird noch laut zitiert vorm Schuss das alte Osterlied. Der Heiland ist erstanden, befreit von Todesbanden, der als ein wahres Osterlamm für uns den Tod zu leiden kam. Halleluja! Achtung! Schuss! Etwas noch. Frohe Ostern!